Anhang Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur. Srila Bhaktivedanta Sarasvati Thakur wurde in Jagannath Puri, einem heiligen Pilgerort an der Ostküste Indiens, als Sohn Srila Bhaktivinod Thakurs, eines bedeutenden Krishna-bewussten spirituellen Meisters, in der Schülerfolge Sri Chaitanyas geboren. Srila Bhaktivinod widmete sich trotz seines Amtes als Magistrat unermüdlich der Wiederbelebung der Lehren Sri Chaitanyas in Indien, wo viele Menschen die Prinzipien des hingebungsvollen Dienstes für den höchsten Herrn Sri Krishna vernachlässigt hatten. Er träumte von einer weltweiten Bewegung, die überall Krishna-Bewusstsein verbreitet, und er betete zum Herrn, ihm einen Sohn zu senden, der ihm helfen würde, diesen Traum zu verwirklichen. Am 6. Februar 1874 erschien Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati auf dieser Welt, in der heiligen Pilgerstadt Jagannath Puri, wo Srila Bhaktivinod Thakur auch als Vorsteher des berühmten Jagannath-Tempels diente. Man gab ihm den Namen Bimala Prasad. Schon im Alter von 7 Jahren hatte Bimala Prasad die Bhagavad Gita mit ihren über 700 Sanskrit-Versen auswendig gelernt und war imstande, erleuchtende Kommentare zu geben. Srila Bhaktivinod Thakur, der Autor vieler Bücher, Lieder, Gedichte und andere Werke über die Philosophie des Krishna-Bewusstseins, unter anderem auch in englischer Sprache, unterwies seinen Sohn schon recht früh in der Druckerkunst und im Korrekturlesen. Im Alter von 25 Jahren war Bimala Prasad weiterhin als bedeutender Gelehrter des Sanskrits, der Mathematik und der Astronomie bekannt. Für seine astronomische Abhandlung Surya Siddhanta ehrte man ihn in Anerkennung seiner Gelehrsamkeit mit dem Titel Siddhanta Sarasvati. Im Jahre 1905 bat Siddhanta Sarasvati, dem Rat seines Vaters folgend, Gaura Kishore Das Babaji um spirituelle Einweihung. Gaura Kishore Das Babaji konnte, obwohl er als heiliger und großer Geweihter Sri Krishnas bekannt war, weder lesen noch schreiben. Doch er befand sich auf der höchsten Stufe der Gotteserkenntnis. Nachdem er seinen hochgebildeten Schüler mehrfach auf die Probe gestellt hatte, war er über dessen Demut und Enthaltsamkeit sehr erfreut und erteilte ihm seinen vollen Segen. Srila Gaura Kishore bat ihn, die absolute Wahrheit zu predigen und alle anderen Bestrebungen hinter sich zu lassen. Siddhanta Sarasvati unterstützte in den folgenden Jahren die Missionsarbeit seines Vaters nach besten Kräften. Nach dem Verscheiden Srila Bhaktivinod Thakurs im Jahre 1914 übernahm Siddhanta Sarasvati die Herausgabe der Zeitschrift seines Vaters, des Sajana Toshani, und gründete die Bhagavad Press, um selber Krishna-bewusste Schriften drucken zu können. Im Jahre 1918 trat Siddhanta Sarasvati in den Lebensstand der Entsagung ein und war seitdem als Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaja bekannt. Um die Verbreitung des Krishna-Bewusstseins in ganz Indien voranzutreiben, organisierte er die Gaudiya Math und gründete im Laufe der Jahre 64 Tempel. Das Hauptquartier seiner Mission, die Sri Chaitanya Gaudiya Math, befindet sich noch heute in Sridham, Mayapur, dem Geburtsort Sri Chaitanyas. Später schickte er auch einige Schüler zum Predigen nach Europa. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati passte die Tradition des Krishna-Bewusstseins den technologischen und gesellschaftlichen Bedingungen des 20. Jahrhunderts an. Er betrachtete die Druckerpresse als das wirksamste Mittel, Krishna-Bewusstsein auf der ganzen Welt zu verbreiten, und er selbst war der Autor vieler wichtiger Übersetzungen, Kommentare und philosophische Abhandlungen. Als erster spirituelle Meister erlaubte er seinen entsagten Predigern, Sannyasis, westliche Kleidung zu tragen und in motorisierten Fahrzeugen zu reisen, statt nur zu Fuß zu gehen. Im Jahre 1922
kam es zu einer schicksalhaften Begegnung. Ein intelligenter junger Mann namens Abhay Charan Dey, der aus einer angesehenen Vaishnava-Familie stammte, besuchte Srila Bhaktisiddhanta im Tempel der Gaudiya Math in Kalkutta. Im Verlauf des Gesprächs bat Srila Bhaktisiddhanta seinen Besucher, die Botschaft des Krishna-Bewusstseins in englischer Sprache in der westlichen Welt zu predigen. Als junger Familienvater sah sich Abhay nicht sogleich in der Lage, dem Wunsch Srila Bhaktisiddhantas nachzukommen. Doch wurde er ein aktiver Unterstützer der Gaudiya Math. Im Jahre 1933 wurde Abhay formell zum Schüler Srila Bhaktisiddhantas, der ihm den Namen Abhaya Charanara Vinda gab. In den 30er Jahren erfuhr die Mission Srila Bhaktisiddhantas einen großen Aufschwung und es gelang ihm, die Bewegung Sri Chaitanya Mahaprabhus wieder als führende Kraft im spirituellen Leben Indiens zu etablieren. Um das Fortbestehen seines Lebenswerks zu sichern, bat er seinen Schüler, ein Gremium zu bilden, das die Predigtarbeit der Gaudiya Math nach seinem Dahinscheiden und einem gemeinsamen Banner weiterführen sollte. Am 1. Januar 1937 verließ Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati diese Welt. Doch leider hielten sich seine führenden Schüler nicht an seine Anweisung, und so zerfiel die Gaudiya Math nach und nach in viele unabhängige Organisationen. Abhay Charanaravinda hielt sich am Rande des Geschehens, doch blieb der Wunsch Srila Bhaktisiddhanta Sarasvatis, die Bewegung für Krishna-Bewusstsein zu einer weltweiten Bewegung zu machen, immer im Mittelpunkt seiner Bestrebungen. 1954 zog er sich aus dem Familien- und Berufsleben zurück, trat 1959 in den Lebensstand der Entsagung ein und erhielt den Titel Bhaktivedanta Swami Maharaja. 6 Jahre später, im September 1965, reiste er per Schiff in die Vereinigten Staaten, um die Philosophie des Krishna-Bewusstseins in englischer Sprache zu predigen. Ein Jahr später gründete A.C. Bhaktivedanta Swami die Internationale Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein, ISKCON, und bildete bald darauf ein Gremium, das für die Missionsarbeit und Beaufsichtigung der Organisation verantwortlich sein sollte. Dieses Gremium leitet noch heute, nach dem Dahinscheiden seines Gründers im Jahre 1977, ISKCONs weltweite Missionstätigkeit. So lebt durch die aufrichtigen Bemühungen von His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada und seinen Anhängern das Werk Srila Bhaktisiddhanta Sarasvatis überall auf der Welt weiter.